Hallo liebe Inselfreunde, hier ist Dusel in HD und in Farbe und in diesem Video zeige ich dir ein Easter Egg aus Far Cry 3 und zwar habe ich hier eine Referenz auf Assassin's Creed 3 entdeckt und was du dazu benötigst, ist der Zusatzinhalt The Lost Expedition, die verlorene Expedition und die war bei mir bei der PC-Version hier Limited Edition, ich glaube jede Version ist irgendwie Limited Edition und der Code liegt bei. Auf jeden Fall nimmst du dann einfach den Code, gehst ins Optionsmenü, sagst dort exklusiver Inhalt und gibst hier den Code ein. Damit schaltest du zwei neue Missionen frei und eine davon beinhaltet die Referenz auf Assassin's Creed 3 und das zeige ich dir jetzt und damit das Video nicht zu kurz ist, machen wir gleich noch einen kurzen Walkthrough draus. Das heißt, ich zeige dir einfach mal so die Stellen, an denen eventuell irgendjemand hängen könnte. Man weiß ja nie. Und nachdem du dann wieder ins Spiel gewechselt bist, siehst du hier verschollene Expedition, eine der beiden Missionen und da wollen wir hin, das ist das Symbol, das kommt automatisch auf deine Karte, deswegen sind die Koordinaten nicht wirklich wichtig, weil du es schlichtweg nicht verpassen kannst. Ich stehe jetzt direkt davor, das ist der Eingang zu dieser Zusatzmission und direkt am Anfang des Eingangs finden wir auch schon die erste Referenz. Ich bin mal ruhig. Das Symbol kenne ich doch. Also Jason hat anscheinend auch irgendwie mal ordentlich Assassin's Creed gedaddelt. Und was du hier machen musst, bevor ich jetzt das Symbol kurz erkläre, du sollst hier vier Teile des Dokuments finden und erstmal machen wir den ersten Raum leer und ich schneide kurz die vier Truhen zusammen, an denen eben die Dokumente waren. Falls du an einer der Truhen hängst oder dir noch eine fehlt, dass du alle mal im Video gesehen hast. Und ja, das Symbol, das wir gesehen haben, das ist das Firmenlogo des Konzerns Abstergo Industries. Und Abstergo Industries ist natürlich aus Assassin's Creed 3. Die haben diese ganze Animus-Technologie, die dich da in deine Erinnerungen zurückschickt, erfunden. Und die sind von den Templern, glaube ich, gegründet oder zumindest ein Teil der Templer. Und damit natürlich Feinde der Assassinen, wozu du mit deinem Connor gehörst. Und ja, das Logo, das ist das Easter Egg, die Referenz. Fraglich bleibt natürlich, warum Jason sich so gut auskennt. Und hier bin ich gerade auf dem Weg zur vierten und letzten Truhe hier mit dem letzten Dokument. Danach folgst du einfach wieder dem Questmarker auf der Karte, bis du mit dem Fahrstuhl unten bist, hier unten durchkriechen und hier drüber springen, um die Elektroschocks zu vermeiden. Die machen nicht wirklich viel Schaden, ist nicht so schlimm, wenn du ein bisschen was abbekommst. Aber wenn man es vermeiden kann, schockiert zu werden, soll man das auch tun. Und hier taucht wieder das Logo auf. Abstergo Industries und dann krabbelst du die Leiter nach oben, oben wieder ein paar Leute platt machen, bis du hier zu diesem Kasten kommst, mit dem interagieren und dann geht hinten dran eine Schleuse auf, das sieht man jetzt kurz und da kommen glaube ich vier Leute waren es, zwei kommen dann zu dir hergerannt, die machst du im Nahkampf platt und hinten dran stehen dann noch zwei Scharfschützen, die habe ich mit meiner Lieblingswaffe mit dem Bogen gemacht und gut ist es, wenn du den hier direkt in den Kopf schießt. Jawohl, genau so. Und ich habe hier unwahrscheinlich viel abbekommen. In jedem Fall läufst du jetzt dahin, wo die zwei Scharfschützen standen. Und da findest du die erste Truhe von den nächsten drei, die du brauchst. Und die zweite Truhe ist hier den Fahrstuhl runter. Da ist auch wieder das Logo hingesprayt. Und dann machen wir uns auf den Weg zur letzten Truhe. Und auf dem Weg zur letzten Truhe liegt noch eine Leiche rum. So ein Militärtyp lag auch schon am Eingang, falls es dir aufgefallen ist. Ich weiß nicht genau, ob der wirklich zu Far Cry 3 passt. Hier sind noch überraschend ein paar Gegner gewesen. Ob der wirklich zu Far Cry 3 passt oder ob das vielleicht auch irgendeine Referenz auf irgendwas sein soll. Bin mir nicht ganz sicher. Sieht ein bisschen aus, finde ich, wie die Japaner, die man findet für diese, wie hießen die, Briefe der Verlassenen? Weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist hier der letzte Missionsgegenstand. Und da steht dann: Ich stelle die Einbeziehung dieser sogenannten Wissenschaftler in Frage. Sie faseln etwas von Eden-Splittern und von Allisons Experimenten mit einer Art genetischen Erinnerung. Ich traue ihnen nicht und habe das Labor verschlossen. Sollten sie den gesicherten Raum betreten oder verlassen wollen, so benutzen sie bitte diesen Code 122112. Bitte seien sie im Umgang mit diesen fremdländischen Teufeln äußerst vorsichtig. Das ist die Nachricht, das ist quasi auch der Abschluss der Mission. Und der Code ist, glaube ich, nochmal eine Referenz auf das Ende der Welt der Mayas, also von dem Kalender der Mayas, du weißt, was ich meine. Nach der amerikanischen Schreibweise, die schreiben ja Monat, Monat, Tag, Tag und dann das Jahr, nicht wie wir Tag, Monat und das Jahr. Und das wäre dann hier der 21.12.2012, der Code. Und mit diesem Wissen schicke ich dich jetzt auch zum Ende der Mission. Da vorne ist der Ausgang. Hier geben wir den Code ein. Und damit haben wir die erste der beiden Missionen erfüllt, die
die The Lost Expedition mit sich bringt, jetzt noch mit dem Fahrstuhl wieder raus. Dafür gibt es auch noch einen Erfolg und ordentlich XP, falls du es an der Stelle noch brauchst und noch ein paar Fertigkeitspunkte freischalten willst. Und ja, ich fand's ganz witzig, die Mission noch zu machen. Ich habe sie ein bisschen arg spät gemacht. Irgendwie hatte ich das ein bisschen übersehen, dass ich hier noch einen Zusatzinhaltscode rumliegen habe. In jedem Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.